Ja, okay. Ich bin gerade in Stimmung. Ich habe gerade Bock drauf, hier ein bisschen Vandal zu spielen. Machen wir es doch einfach. Spielen wir eine neue Runde Vandal Monday. Eine neue Pracht Vandal Monday. Den zweiten Frust mit meiner. Ja, gehen wir mal hier raus. Gut, da wir das Ganze eh nach Anleitung spielen, ist ja alles easy. Das Spiel kann man ab einem bestimmten Zeitpunkt eh nicht mehr ohne Anleitung spielen. Ja, gut. Ich dachte mir mal, spiele ich es seit nach einer Ewigkeit mal wieder, dieses Spiel. Ja, muss jetzt erstmal wieder zurechtfinden, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Eine Partytröte haben wir hier lange nicht mehr gespielt. Was haben wir denn so schönes im Inventar? Nur diese eine Seite. Okay. Ah, Tag 4, Montag. Sind eins nachsehen, ob Matt noch am Leben ist. Randall wacht in der Gasse auf und scheint noch ziemlich früh zu sein. Ist in Zeitung auf dem Boden und Matt ist nicht in den Schlagzeilen. Vielleicht ist es noch nichts zu spät zu retten bei einem und nach. Du wirst mir Hinweise. Ah, okay, jetzt können wir wieder die Kätzchen töten. Ja, Kätzchen töten für mehr Hinweise. Okay, das hat man glaube ich schon. Kätzchen töten, Kätzchen töten. Ja, Mads Apartment. So schüchtere den Dieb ein. Aha. Mads noch am Leben. Hier haben wir noch einen hilfreichen Hinweis. Nee, das ist hier nur ein Hinweis, dass es einen anderen Weg gibt. Ach, schade. Wenn du weißt, wer den Ring in der letzten Episode geklaut hat, das heißt, es ist ein Dieb finden und den Ring zurückholen. Jetzt töten. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Cat Murderer. Nice. Oh, ja, ich freue mich vielleicht ein bisschen zu sehr darüber. Ja. Jetzt habe ich hier so viele Katzen getötet, so viele Knöpfe gedrückt, damit dass ich diese Errungenschaft kriege. Kriegt man nur als böser Mensch. Dem Kleinkind. Gehen wir erstmal zurück zur U-Bahn-Station. Ja, da habe ich doch schon einen Plan, wo ich hin muss. Hierhin wollte ich. Ja, ist ein bisschen blöd, per Anleitung zu spielen, per Komplettlösung zu spielen, aber ja, sonst kommen wir hier wirklich nicht mehr voran. Ah, der hat eine Polizeimarke, verstehe. Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Erpresser ins Geschäft kommen will. Ach so, den haben Oder wir hat das also von einem neuen. schon. Etwas von einer neuen Knarre Ich muss ihn gesprochen. irgendwie bestechen. Ich glaube, er hat was von einer neuen Knarre gesagt. Soweit waren wir also schon. Wir müssen ihm also eine neue Knarre besorgen. Und ich weiß auch schon, wer eine neue Knarre hat. Und wie geben wir dem, Ich werde nehmen nicht wir drauf ihm bestehen. seine, Würde zwar gern die 9 mm in Action sehen, aber der Feigling traut sich nicht vor allen Leuten. wie nehmen wir ihm seine Knarre ab? Aha, ja, okay. Müssen wir mal hier ein bisschen. Hey, das erinnert mich an die Schalldämpfer, die man immer in den Filmen sieht. Nur viel billiger.
Müssen wir hier ein bisschen kombinieren. Selbstgebastelter Schalldämpfer. Ja, da wäre ich sofort drauf gekommen. Ja, warum auch nicht? Hier, sieh dir das mal an. Kommt man sofort drauf. Schöner selbstgebauter Schalldämpfer. Für mich? Ja, aber du musst ihn gleich hier ausprobieren. Okay, Bruder, wenn du darauf bestehst. Oha, es wird geschossen. Was zum Geier war das? Der scheiß Schalldämpfer dämpft gar keinen Schall. Nee, wenn überhaupt, hat er nur alles lauter gemacht. Aber ich bin hier auf der richtigen Fährte. Oh, super. Das Gute ist, dass du mir beim nächsten Mal gleich ein Megafon mitbringen könntest. Und ich würde immer noch glauben, dass das ein Schalldämpfer ist, weil ich nämlich jetzt taub bin. Hey, bist du irre oder was? Ich kriege fast ein Herz, Kaspar. Wenn du das nochmal machst, rufe ich die Bullen. Jo, aber ich habe da was runterfallen sehen. Das könnte ich glaube nicht, dass er den vermissen wird. Und wenn, dann wäre es mir egal. Und mit dem können wir doch jetzt bestimmt hier die Tür auf die Tür aufstemmen. Die Tür. Das muss nicht geschraubt. Was? Okay. Brauchst du zufällig einen Schraubenschlüssel? Nee, brauche ich vielleicht später noch. Ihm zurückgeben können wir es ja wohl nicht. Das muss nicht. Können wir das irgendwo mit... Ich habe die Batterien rausgenommen. War ganz einfach. Ja. Können wir es irgendwo mit verknüpfen. Das muss nicht. Können wir die Batterien hier wieder reinpacken? Wozu? Das ist hin. Ja, hast du recht. Das muss nicht. Was können wir noch schrauben? Das muss nicht. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Tja. Das muss nicht geschraubt werden. Du musst aber geschraubt werden. Du hast hier eine Schraubenlocker. Das muss nicht. Aber das Schloss, das stimmt doch. Da war doch hier. Van und Schloss. Ja. Nicht die Tür, sondern das Schloss. Ich könnte das stundenlang probieren. Das würde nichts bringen. So. Also. Ja, Van, Schloss, Tür. Okay, ein bisschen kombinieren. Damit will ich den Feuerlöscher nicht. Damit will ich. Ich bin fast sicher, dass ich mit dem Duct Tape in meinem Inventar diesen Gegenstand verbessern kann. Aber wie? Ja. Wie, was, wo? Das muss nicht geschraubt werden. Schade. Ich wollte ihn noch zerstören. Es wäre ganz schön geworden. Mit der Fremden können wir nach wie vor nicht reden. Jo. Convention Charlie Comics. Zurück da, wo alles begann. Also wo dieser Part begann. Okay, der schraubt doch gerade da rum. Vielleicht können wir den... Charlie, ich glaube, ich habe was du brauchst. Wenn du mir wieder erzählen willst, da sehen wir echt Probleme miteinander, Randall. Was? Nein. Ich rede von diesem Schraubenzieher. Du brauchtest doch einen Torx, oder? Hast du wirklich einen? Oder willst du mich nur ablenken, während ich ausgeraubt werde? Oh, ihr Kleingläubigen. Ja. Oh, super. Tja, ist keine große Sache. Eins noch. Gesagt, getan. Und jetzt haben wir einen Schlitzschraubenzieher. Damit machen wir jetzt was. Okay. Jetzt haben wir einen Schlitzschraubenzieher. Nichts zu verschrauben. Nichts zu versch. Ich dachte, das geht hier mit dem Tape. Nichts zu. Könnte man doch. Könntest du mal versuchen. Was? Eher nicht. Das funktioniert. Plutoniumstab noch dazu. Damit will ich dir. Nichts zu. Und damit jetzt. Ist,
Was wollen wir jetzt mit dem Teleskopenlicht schauen? Jetzt ist es länger. Es ist länger. Okay, und was machen wir mit einem längeren? Ah, okay, jetzt kommen wir doch hier zu der Wohnung, zu der Wohnung von unserem Freund und dem, zu Mads Wohnung. Und da wir jetzt irgendwo ran können wir dem doch helfen. Können wir die Tür aufmachen. Das sieht doch gut aus. Damit kommen wir doch weiter in der Story, oder nicht? Jetzt haben wir doch was, womit wir hier irgendwo rankommen. Irgendwo auch immer, weiß ich nicht, aber bis hier hinten komme ich bestimmt nicht. Ich denke nicht. Irgendwo muss das doch gut sein. Poster. Ich denke nicht. Aber das ist jetzt wo. Ja, wo wollten wir denn ran? Ich behalte es mal lieber. Ja. Ja, was? Sofa, Flipautomat. Ich denke. So weit reicht das Ding doch nie. Quer durch die Wohnung hier. Ne, sag nicht, das klappt. Ne, so weit kommst du damit das nicht. Das bringt nicht, so komme ich nicht ran. Ja, können wir da noch was Drittes kombinieren mit? Ich denke. Eher nicht. Ja, viel länger. Was willst du denn da noch länger machen? Nichts zu. Nichts zu ver. Das muss nicht geklappt. Noch länger? Da kommt man schon mal dran an den Magneten. Ich komm nicht. Irgendwie kommt man ran, aber das ist das Ding, das lange Ding ist noch zu kurz. Wie lange muss das noch werden? Das bringt nicht, so komme ich nicht ran. Hey. Okay, versuchen wir es erstmal. Woanders. Shani's Comics. Ja. Give me your attention. Autsch! Das Ding ist höllisch heiß! Gut. Blech. Liegt einiges rum, was wir mitnehmen können. Das Ding. Ja, löschen. Warum nicht? Ja. Sieht schon besser aus. Jetzt können wir das alles miteinander kombinieren. Jetzt können wir hier Blech. Ja, warum auch nicht? Und Laser. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Und jetzt ist es lang genug, oder was? Ah, nee, der Magnet. Ah, okay, alles klar. Verstehe, das Blech raus. Das Laser haben wir jetzt nur so aus Spaß mitgenommen, oder was, oder wie, oder wo, oder warum. You are here. I need aber to go here. Very good English. Mads Wohnung, Mads Haus. Ist eine Wohnung, ist eine Wohnung, kein Haus.
Hier ist das Haus, in dem Matt lebt. 2B, sein Apartment. So, aber jetzt, oder? Jetzt kommen wir hier. Das Ding hier. Zack. Na, wundervoll. Und er hat nichts gemerkt. Am Mikrofon lang gekratzt. Puh, tja. War nicht einfach, aber jetzt habe ich einen schönen Magneten. Und dann? Und mit dem Magneten kannst du jetzt, was genau machen? Eher nicht. Die Tür aufkriegen oder die Tür vom Van oder ja, was mit dem Magneten jetzt? Sag mir, was ich mit dem Magneten tun kann. Die Sachen anziehen, hör mal. Ich bin ratloser als ratlos. Magnet. Kommen doch bestimmt die, wenn ich so ein bisschen in die Ecke denke, wie es bei Wenders Manager ist, kann man da bestimmt die Marke mit anziehen. Von dem kleinen Jungen. Oder die Pistole, die ja. Aus. Ich glaube nicht, dass es. Mit der kann ich die bestimmt klauen, oder? Oder etwa nicht? Wart kurz. Magnet. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Also nicht. Aber wir können dem Handwerker sein Maßband klauen? Eher nicht. Den Nagelschießer. Ja, vielleicht den. Eher nicht. Und wenn er den ablegt, legt ihr mal abwechselnd Nagelschießer und eher Maßband. Nicht. Ja, Maßband bist du jetzt nicht. Vielleicht kannst du Nagelschießpistole. Eher nicht. Nein, also nicht. Tja. Okay, Magnet. Eher nicht. Ja, Laserschwert hier auf. Es gibt. Ja. Das geht natürlich. Klar. Klar, Wende. Oh, die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Shit. Dafür haben wir ja einen Magneten. Jep, na klar. Schwamm. Was kann nicht mal ein Dichter ausdrücken, ein Schwamm? Flachwitz. Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Lötkolben und Zinn. Das werden wir jetzt dem Handwerker bestimmt nicht zurückgeben. Dann kannst du vergessen, kannst du knicken. So, U-Bahn. Joa. Wohin? Da waren wir heute noch nicht. Da waren wir heute noch gar nicht. Können wir da mal gucken? Der Dieb! Können wir den löten? Wer würde das wollen? Ja, ich versuche was wert. Charlies Comics, da waren wir halt schon. Sci-Fi Con. Wenn wir dort auf dieser Ecke rauskommen, sind wir hier bei Murray. Hm.
Du hilfst mir wahrscheinlich nicht weiter. Ja, gut. Dann war alles zu dem Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Charlies Comicladen. Du vielleicht. Wer würde das wollen? Du vielleicht. Space Note. Muss ich erstmal hinlaufen. Hey, kannst du das reparieren? Ich wüsste nicht wie. Leider. Aha. Hey, kannst du das reparieren? Er kann das reparieren. Tja, mal sehen. Oh, ein kaputtes Radio, was? Kein Problem. Oh, super. Dann hast du es fertig. Nicht so schnell, Admiral. Ich brauche noch Werkzeug. Ach, komm schon. Ich dachte, du wärst dieser Tausendsasser von Computeringenieur. Solange ich nur das richtige Werkzeug habe. Was für Werkzeug brauchst du denn? Ich brauche einen Lötkolben, Zinn und einen Schlitzschraubenzieher. Völlig habe ich alles. Den ganzen Quatsch hernehmen? Das ist nicht mein Problem, Admiral. Tja, na gut. Du hast Glück, dass ich das alles im Inventar habe. Erste Lötkolben. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Du hast noch einen Schlitzschraubenzieher. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit das wieder hin. Brauchst du noch Batterien oder was? Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Och, komm. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Da, genug Scheiße. Batterien, wo man die wohl hernimmt. Vielleicht aus dem Inventar. Wie wär's mit einem Schwamm? Das würde keiner wollen. Das ist richtig. Batterien. Bitte sehr, Kumpel. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich adressiert. Ja, jetzt haben wir ja nicht. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, okay, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Haben wir zufällig rote Farbe oder so? Können wir das doch... Das Lichtschwert doch rot anfärben und... Es gibt kein... Plutoniumstab. Das zu einem echten machen. Jo. Was zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt Stimmt du das nicht? Auch wieder. Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Ich gehe mal das wieder. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Na, hier hast du doch noch einen. Können wir nicht aufheben. Jetzt können wir doch bestimmt
Okay, das sieht gut aus. Das könnte tödlich enden. Das ist hübsch, hat aber keine Batterien. Und ich will nicht, dass das mir über den Schädel zieht. Das könnte schmerzhaft werden. Wir brauchen jetzt Batterien. Oha, ich sehe schon, woran das endet. Auweia. Ein echtes Laserschmerz. Tja. Kinder, na klar, funktioniert das. Zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Plutonium ist immer eine gute Alternative für Batterien. Merkt euch das, Kinder. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und wenn sei ihr mal keine Batterien parat habt, nehmt doch Plutonium. Sehr witzig. Mal sehen. Könnte was bringen. Oh, ja. Heilige Mutter des Imperators, das ist erstaunlich. Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst. Spektakulär. Hier ist ihr Radio. Jetzt hat er Matt umgebracht. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, ja. Bevor ich eine Hand verliere. Einige so. Tests. Er hat ein unendlicher, ja, ein dieser Schwert. Es wird durch nichts begrenzt. Ja, jetzt haben wir ein repariertes Radio. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Oh no. Das hat er ein endkrasses Laserschwert und ich habe ein repariertes Radio. Das ist keine gute Idee. Können wir kaputt machen. Das ist keine gute. Können wir das nicht irgendwie wieder kaputt machen? Nee. Schade. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir mit dem geheilten Radio wieder machen. Ja. Deutsche Sprache. Ja, waren wir heute noch nicht. Da waren wir noch gar nicht. Oh. Hier haben wir noch einen Anti-Establishment-Nerd. Inventar, da können wir doch bestimmt irgendwas. Auf keinen Fall, das gebe ich nicht mehr her. So. Können wir das in die gute Box stecken? Das ist keine gute. Tja, die Versteckbox. Na klar, das funktioniert jetzt, oder was? Mhm. Und jetzt? Von hinten. Hey! Was schleißt du hinter meinem... Mach dich mal locker, Kumpel. Bleib mir fair. Oh, hoppala. Gut, haben wir Musik gemacht. Kiste. Nee, das wollen wir nicht. Tja... Ja, hier waren wir schon. Mit dem können wir nichts anstellen. Tja. Wo habe ich eigentlich meinen Magneten verloren? Ach so, der ist ja klar. Den Magneten haben wir an folgendem Ort verloren. Ich weiß doch, wo der ist. So, wir kommen jetzt zur U-Bahn. Dort lang.
Der ist doch hier. Ja, der ist doch noch am Van. Magnet mitnehmen. Den haben wir daher einfach leicht. Leicht liegen lassen. Leicht, wie heißt das Wort? Wie heißt das Wort? Leicht für dich, leicht. Leichten Gewissens liegen lassen. Ja, bei der Bar habe ich jetzt einen Plan. Die Münze, die ist doch, wenn man mal logisch denkt, die Münze ist doch hier, kommt. Ich glaube nicht, dass das hier... Der wirft doch mit einer Münze. Oh, ja. Die Münze müssen wir auffangen. Ja. Zu spät. Der Arm. Ich hab das Spiel aufgehängt. Ah, sehr gut. Wo zum Geier ist mein Busgeld? Dein Busgeld? Tja, das kriegst du nicht wieder. Oh oh, renn. Bevor er es bemerkt. Hau ab. Sollen wir das Radio mitnehmen, oder? Dann bringt uns das noch irgendwas, oder? Wie jetzt, wo jetzt, was jetzt? Eher nicht. Münze, mit einer Münze kann, das ist, können wir doch jetzt hier. Das sehe ich doch schon, Kopfkratz. Da habe ich doch schon im Vorbeigehen gesehen. Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße, das ist so Münze unfair. Verkackt. Ja, jetzt bin ich die Münze los. Na klar doch. Ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Spielzeugkapsel. Damit können wir jetzt dem Dieb in den Kopf werfen. Wozu das denn? Ich dachte nur. Ja. Dann sind wir wieder hier. Den können wir vielleicht, können wir den damit befriedigen. Das klingt falsch. Nicht weg. Das klingt sehr falsch. Ein Spielzeug-Dings. Wozu das denn? Spielzeug. Wozu das? Ich dachte, blöd. Mit dem Schwamm kombinieren. Mit dem Hammer. Blöd. Dem Tape. Blödsinn. Tja. Das muss nicht geklappt. Aber das Ding muss geklappt werden. Mal schnell austauschen. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja. Und die Überraschung ist okay. Eine riesige Rolle Kaugummi. Kaugummi, jetzt kommen wir doch. Die Sorte schmeckt mir nicht. Tja. Können wir entweder kauen oder knapp daneben. Das sieht doch schon so gut aus. Ja. Yep. Ja. Yep. Aber was? Nee, das geben wir ihm natürlich nicht zurück. Eher nicht.
Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Verdammter Penner! Ich finde dich schon! Wie klonst du mir das einfach? Du musst dich nicht mal an mich erinnern. Klonst ihn einfach. Und jetzt gehen wir den Jungen in U-Bahn erschießen. Und geben ihm einfach die Pistole. Eine Nagelpistole. Hier. Hier bitte sehr, Junge. Das ist die ultimative Waffe. Was eine hässliche Bleischleuder. Die Farbe ist scheiße und aerodynamisch ist sie auch nicht. Was? Mhm. Sag noch einmal was. Ich warne dich, sag noch einmal was, Motherfucker. Hör mal, was? Ich hab eine Menge durchmachen müssen, um an die Knarre zu kommen, okay? Haben dir deine Eltern denn gar kein Benehmen beigebracht? Mami, der Mann sagt, du erziehst mich falsch. Was? Hey, das stimmt gar nicht. Ich hab zwar was ganz Ähnliches gesagt, aber das nicht. Liebling. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Die sind alle etwas beschränkt. Ja, Mami. Du hast sie gehört, du Depp. Verzieh dich. Die Knarre ist doof, du bist doof und deine Frau ist auch noch doof. Mein Abzeichen kriegst du nie. Allein, du bist beschränkt. Du bist nicht beschränkt, das sind die anderen. Du bist nur geistig etwas herausgefordert. Du bist nicht. Ja. Hey, was zum Geier? Du magst zwar ein Plastikabzeichen tragen, aber ich hab mehr Bums. Wow, die Knarre ist klasse. Gib die her. Jetzt will er's auf einmal. Ich liebe dieses Gefühl. Jetzt willst du also die Knarre haben, ja? Aber die ist gar nicht aerodynamisch. Und die Farbe ist scheiße. Nein. Na, ich glaube, die schmeiß ich einfach weg. Sei doch nicht so ein Arsch. Wer, ich? Ich glaube, du verwechselst da was, Junge. Ich bin blöd, hässlich und doof. Stimmt's? Das heißt aber nicht, dass die Knarre nicht cool ist. Ich will, dass du drum bettelst. Dann kriegst du sie. Vielleicht. Ich werde sicher nicht betteln. Gib sie einfach her. Das war abgemacht. Na gut. Hier, aber sei vorsichtig. Super. Hier, meine Wasserpistole. Hey, warte mal, deine Wasserpistole? Das war nicht unsere Abmachung. Du sagtest, ich krieg das Abzeichen. Wenn ich dir das gebe, wie sollen dann die Leute wissen, wer hier das Sagen hat? Junge, du sagtest, du gibst mir das Abzeichen, wenn du eine bessere Knarre kriegst. Hab ich nie gesagt. Ich sagte, ich denk drüber nach. Oh, du willst mich wohl verarschen. Gib mir das scheiß Abzeichen. Nö. Was willst du jetzt machen? Das wirst du schon sehen, du kleines Monster. Das wirst eine du schon sehen. Eine richtige Knarre holen und nur mal schießen. Selbst wenn ich... Schade, dass die leer ist. Mal Wasser abspritzen. Wir bauen mit einem Schwamm. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ja. Halte ich auch für eine gute Idee. Ja. Das halte ich wirklich für eine gute Idee. Jetzt haben wir eine Knarre. Kann man doch bestimmt austauschen. Und auch bestimmt dem Typen unterjubeln, der die echte Knarre hier hat. Der ist ja jetzt eh taub. Blind ist er zwar nicht, aber... Selbst wenn ich wollte, die ist eh schon leer. Oder nicht. Muss mit den Worten des Spiels auszudrücken. Muss mit den Worten des Spiels zu sagen. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Das ist eine ganz gute Idee. Wir speichern mal den Stand, den Spielstand. Speichern. Jo. Da seht ihr auch, wie spät es ist und welcher Tag es ist. Ja. Da haben wir das letzte Mal gespielt. Liegt ein bisschen Zeit daraus. Dazwischen. Ja, dann wohl bis in 2 Monaten. Ja, wenn das nächste Mal gespielt wird. Ja, gut. Alles klar.